Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um die Tötung an Lena aus Wunsiedel. Denn heute am Mittwoch, dem 20. März 2024, ist das Urteil gefallen. Der Müllmann Daniel T., heute 26 Jahre alt, ist wegen Vergewaltigung und Einbruchs zu 7,5 Jahren Haft verurteilt worden. Eine Beteiligung an der Tötung von Lena war ihm nicht nachzuweisen, sagte der Richter Christoph Vollner am Mittwoch am Landgericht Hof. Wenn ihr euch daran erinnert, hatte die Kripo Hof damals nach nur 5-monatigen Ermittlungen einen damals 11-jährigen Heimbewohner als Täter überführt. Dieser soll Daniel T. in der Nacht vom 3. auf den 4. April 2023 in seinem Zimmer beim Einbruch, also beim Stehlen, überrascht haben und dann habe er angefangen, mit ihm über Pornos zu reden. Danach soll dieser Junge dann Lena dazu geholt haben, die von Daniel T. mit dem Finger missbraucht wurde. Und der Junge hatte im Prozess gestanden, Lena mit einem LED-Band erwürgt zu haben. Er wurde allerdings nicht als Beschuldigter vernommen, sondern als Zeuge. Dies habe er nicht aus freien Stücken getan, sondern Daniel T. soll ihn dazu gezwungen haben, so zumindest seine Aussage. Der hat aber angegeben, das Heim schon zu diesem Zeitpunkt verlassen zu haben. Auf die Spur des 26-Jährigen, der als Kind selber in dem Heim untergebracht war, kam die Kripo dann durch Auswertung von DNA-Spuren am Tatort. Und diese DNA-Spuren, die passten dann zu einer Serie von Einbrüchen in Wohnungen und Baucontainern im Raum Tiersheim. Und dabei hatte Daniel T. dann auch einen Amazon Fire Stick gestohlen. Als er sich damit dann an seinem Fernseher angemeldet hat, konnte die Polizei seine Adresse ermitteln und nahm ihn dann Ende April fest. Er sagte, den Tod des Mädchens habe er zu keinem Zeitpunkt gewollt. Und er habe den Jungen nicht dazu aufgefordert und auch nicht gedacht, dass er das tun würde. So sagte es Daniel T. noch am Tag der Urteilsverkündung. Seine letzten Worte waren, dass es ihm leid tut. Die Eltern von Lena waren nicht zur Urteilsverkündung erschienen. Und der Vater Werner Z. sagte zur Bild-Zeitung, dass der 26-Jährige nichts mit dem Tod seiner Tochter zu tun hat. Zumindest nicht in dieser Nacht. Und er wäre Teil dieser erfundenen Geschichte. Es sei eine unbegreifliche Verkettung schwerwiegender Zufälle, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung. Das Geschehen im Wunsiedler Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef habe zum Tod der 10-jährigen Lena geführt. Auch wenn es für die Eltern des getöteten Kindes, also Lena, schwer nachvollziehbar sei, es ist nicht Aufgabe des Gerichts, wer Lena ermordet hat. Der Angeklagte sei wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung angeklagt gewesen. Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Träger des Kinderheims, also die katholische Jugendfürsorge Regensburg, für den Tod mitverantwortlich sei, hieß es in der Urteilsbegründung weiter. Die Angaben, die der Angeklagte selbst zu Prozessbeginn geäußert hatte, seien im Laufe des Prozesses bestätigt worden. Und das Gericht hat seine Aussagen als glaubwürdig eingestuft. Die Aussagen von dem mittlerweile 12-jährigen Jungen aber nicht. Seine Aussagen seien in der Verhandlung nicht zu verwenden gewesen, so sagt es der Richter. Der 12-jährige werde aktuell intensiv betreut und habe keinen Kontakt zu anderen Kindern. So sagt es der Anwalt des Jungen, der ebenfalls als Nebenkläger aufgetreten ist. Ein Kripo-Beamter sagte, der Junge sei bei den Vernehmungen zwischendurch auch aggressiv geworden. Er hätte Lena definitiv als Schlampe bezeichnet. Zuvor sei er desinteressiert gewesen. Man habe von außen wahrgenommen, dass es an ihm arbeitete oder in ihm arbeitete. In der Vernehmung sei der 11-Jährige auch gefragt worden, wie er denn zum Thema Mädchen stehe. Und da hat er gesagt, dass er Mädchen eigentlich blöd finden würde. An einen Satz des Jungen erinnerten sich zwei Beamte vor Gericht noch sehr genau. Er sagte, um in den Himmel zu gelangen, muss man erst durch die Hölle gehen. Und auf Nachfrage soll er gesagt haben, das sei eine Zeile aus einem Lied, das er mal gehört habe. Ein Polizist schildert auch den Moment, als der 11-Jährige erzählt, wie er Lena in seinem Bett liegen gesehen habe.
Das war für mich persönlich einprägend, denn der Junge habe zuerst gesagt, er habe gesehen, dass da jemand in seinem Bett liegen würde und er habe sich an seinem Waschbecken die Hände gewaschen. Erst zu einer Erzieherin habe er gesagt, dass es Lena sei. Schon von Anfang an ist der 11-Jährige im Fokus der Ermittlung gewesen. Ein gewisser Anfangsverdacht lag nahe, weil es war sein Zimmer. Eine Polizeibeamtin hatte wenige Tage vor der Tötung von Lena Kontakt mit dem 11-Jährigen. In einem Geschäft im Wunsiedel soll er Tee gestohlen haben. Und sie erinnerte sich in der Verhandlung, der war anders als andere 11-Jährige. Er hätte nicht mal die Frage nach seinem Alter beantwortet, sondern nur gesagt, er wisse nicht, wie alt er sei. Und vor Gericht sagte die Polizistin, er sei kein normales 11-jähriges Kind gewesen. Er habe im Falle des Ladendiebstahls nicht zwischen richtig und falsch abwägen können. Nach RTL-Informationen soll der Junge an ADHS erkrankt sein und aus sehr schwierigen familiären Verhältnissen stammen. Schon in der Vergangenheit soll er auffällig gewesen sein. Er war in verschiedenen Kinderheimen und habe dort auch Erzieher angegriffen. Es gebe Untersuchungen, die nach der Tat durchgeführt worden seien und die belegen, dass er stark genug gewesen sein soll, um Lena töten zu können. Und seit mehr als 4 Monaten soll er nicht mehr in einer Gruppe mit anderen Kindern untergebracht sein. Aktuell isoliert vom Gleichaltrigen. Und eben rund um die Uhr Betreuung von Fachkräften. Dann nochmal zu dem Verurteilten Daniel T. Da stellte sich die Frage, wieso sich ein erwachsener Mensch von einem Kind zu sexuellen Handlungen hat verleiten lassen. Das wurde mit der Frühsexualisierung des damals 11-Jährigen erklärt. Der Junge soll bereits vor der Tat nach P-Videos gesehen haben. P-Neigung, also auf Kinder fixierte Neigung des Angeklagten, seien hingegen nicht diagnostizierbar gewesen. Der Angeklagte habe sich während des Prozesses geständig, kooperativ und reuig gezeigt, so sagt es der vorsitzende Richter. Während der Urteilsverkündung und der anschließenden Begründung hat der Angeklagte den Blick auf den Boden gerichtet. Aussagen des Jungen hätten besagt, dass er von Daniel T. zur Tötung angestiftet worden sei. Wenn der Einbrecher nicht gekommen wäre, dann wäre das alles gar nicht passiert, soll der heute 12-Jährige laut Ansage seines Anwalts Michael Haslacher gesagt haben. Es war jedoch für den eingesetzten Gutachter nicht möglich, die Glaubwürdigkeit der Aussagen zu beurteilen. Die Frageweise der Ermittler sei manipulativ und suggestiv gewesen und die Vorgehensweise hätte keinen internationalen Standards entsprochen. Daher konnte die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Jungen nicht beurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte für den 26-jährigen alten Angeklagten eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren gefordert, wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern mit Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung. Die Verteidigung oder der Verteidiger des Angeklagten hatte auf 6 Jahre plädiert. Die Mutter der getöteten Lena hat das Urteil dann mit gemischten Gefühlen aufgenommen, hat es ihr Anwalt im Gespräch mit BR24 erklärt. Sie können zwar verstehen, dass das Urteil so oder so ähnlich ausfallen musste, dennoch sei es ihm schwer zu akzeptieren, dass ihr Kind so grausam gestorben ist. Es sei bitter und unbefriedigend, denn es gäbe Fragen, die offen bleiben. Die getrennt lebenden Eltern von Lena waren als Nebenkläger aufgetreten, allerdings waren sie nie selbst am Landgericht Hof vor Ort anwesend. Und zwar wäre das eine zu hohe psychische Belastung gewesen, zumal eben auch das Medieninteresse sehr groß ist. So sagte es die Anwältin des Vaters beim Prozessauftakt. Wir können festhalten, Lena ist tot. Es gibt einen Mann, der verurteilt wurde wegen Vergewaltigung. Dieser erhielt eine Haftstrafe von 7,5 Jahren. Der damals 11-Jährige, der der Täter sein soll, kann nicht verurteilt werden, da er minderjährig ist. Damit bleiben in der Tat noch Fragen offen in diesem Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!